Știm că-n răzmintea buhăr prost, Iisus ne-nșelor e prost, Iisus ne-nșelor prost. Măsă-i mizoc de mire grunt, Înșteam răzmintea e bun, der außerordentliche Ministerrat der Regierung des christlich-sozialen Kanzlers Engelbert Dollfuß die sofortige Auflösung der Sozialdemokratischen Partei Österreichs sowie die Auflösung des Gemeinderates des Landtages von Wien. Und um sowohl Andersdenkende einzuschüchtern, als auch um sich an jene Sozialdemokraten, die womöglich Widerstand leisten würden, auch ordentlich richten zu können, lehnte die Regierung das standrechtliche Verfahren und geht schon seit November 1933 die Todesstrafe auf Mord, Brandstiftung und boshafte Sachbeschädigung, aufgesprochen werden konnte, durch eine Neuverordnung, eine Notverordnung auf den Tatbestand Aufruhr aus. Am 30. Februar floh der Führer der Sozialdemokraten Dr. Bauer zusammen mit einigen Getreuen nach Brünn, von wo aus er nun den Widerstand gegen den dollfußischen Austrofaschismus zu unterstützen dachte. In Wien hingegen wurden die blutigen Kämpfe zwischen Christlichsozialen und Sozialdemokraten vehement fortgeführt, bis Bundeskanzler Dollfuß am 14. Februar einen Appell an die Sozialdemokraten richtete, die Waffen niederzulegen und dafür milde Strafen bzw. Straffreiheit zusicherte. Diesem Aufruf wurde nach kurzer Bedenkzeit auch Folge geleistet, sodass am 15. Februar der Widerstand nach und nach erlahmte. Trotz des versprochenen Barons wurden neun führende Sozialdemokraten standrechtlich zum Tode verurteilt und zum Galgen geführt. Darunter der Gruppenführer im Witzinger Schutzbund Karl Milchreiter, der Kommandant des Floridsdorfer Schutzbundes Georg Weißel sowie schließlich noch am 19. Februar Holmann Wallisch. Und um Kurt Wallisch richten zu können, der als aufrechter Demokrat 1921 in Bruck sogar den von seinem ungarischen Putschversuch zurückkehrenden letzten Habsburger Kaiser Grau vor der Lynchjustiz gerettet hatte, erstreckte Justizminister Schüschke sogar die Ablaufsfrist des Standrechtes um einige Tage. Am 16. Februar annullierte die sich selber als autoritäre Regierung bezeichnende Dollfuß-Diktatur dann die Nationalratsmandate der Sozialdemokratischen Partei und beschlagte das Vermögen der Partei sowie alle den nahestehenden Organisationen, darunter auch des österreichischen Arbeitersängerbundes Ja aller Chöre. Geld, Instrumenten, Noten, Mobiliar, ja selbst das Geschirr musste abgeliefert werden. Und noch im Februar 1938 spürten die Beamten, sagen wir ruhig die Spitzel der Austrofaschisten, noch nicht abgelieferten Instrumenten nach. Bis dann ab April 1938 die Nationalsozialisten die letzten Enteignungen durchführten, offensichtlich unter dem Motto Faschisten aller Länder vereinigt euch. In der März Nummer 34 ihres Mitteilungsblattes Vaterländische Front hatte die faschistische Regierung eine Kundmachung abdrucken lassen, in der es unter anderem heißt, zitiere, in Österreich wurde das Standrecht proklamiert und die Standgerichte haben eine Reihe von Todesurteilen gesprochen und durchgeführt. Sämtliche sozialdemokratischen Organisationen und Vereine sind aufgelöst. Der Stolz der Diktatur, der ja im Herbst 1933 schon das KZ-ähnliche Anhaltelager Möllersdorf hatte errichten lassen, war erkennbar. Hatten die unter der Führung von Julius Raab stehenden Vertreter der Einwertung bereits im Mai 1930 in ihren Korallburger Gelöbnis unter anderes Folgendes postuliert, ich zitiere, wir müssen alle Bindungen und Forderungen der Parteien unserem Kampfziel unterordnen, da wir der Gemeinschaft des deutschen Volkes dienen wollen. Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Jeder Kamerad Führer bekennt sich als Träger der neuen deutschen Staatsgesinnung.
Er sei bereit, Kuh und Blut einzusetzen. Er erkenne die drei Gewalten, den Gottesglauben, seinen eigenen harten Willen und das Wort seiner Führer. Schauer innen. Es geht aus den Jahren 30 bis 34 noch mehr Zitate von dieser Qualität. Darum wollen wir zu aktuelleren Inhalten schreiten. Einer der prominentesten Opfer der Austrofaschisten war, wie schon erwähnt, Kolomann Walisch, der de facto vom Justizminister Kurt Schuschnigg de facto ermordet wurde. Von Schuschnigg, der dann 1948 in den USA Professor für Staatsrecht wurde. Offensichtlich war Staatsrecht damals nicht identisch mit Menschenrecht. Wir wollen hier nicht die Gegenwart bilden. Und es gab zwei Künstler, die dieser Wort bis in die Grundfesten erschütterte, Hans Eisler und Bert Brecht. Der Wiener Komponist Hans Eisler, Schüler Arnold Schönbergs und langjähriger Leiter von Wiener Arbeiterführung, hatte sich sowohl Ende Jänner 33, als Adolf Hitler in Deutschland an die Macht kam, als dann auch im März jedes Jahres in Wien aufgehalten, brachte sein Freund Anton Webern doch in dem Arbeiter-Symphoniekonzert vom 19. März 1933 einige seiner Werke zur Aufführung. Nach dem Konzert, das zu einem aufsehenden Protest gegen die Dollfuss-Diktatur und deren Absage an den Parlamentarismus wurde, kehrte Eisler dann nicht mehr nach Berlin zurück, da ihn die Nationalsozialisten auf die Staatsliste gesetzt hatten. Er floh von Wien aus in die Tschechoslowakei und landete nach einigen weiteren Stationen 1935 in Dänemark, seinen Freund Bert Brecht. Und Brecht erfuhr nun in der gemeinsamen Exilzeit genaueres über die Schandtaten der Austrofaschisten sowie über die Ermordung Kolomann Walischs und verfasste daraufhin den Text zu einer praktisch de facto vollendeten Kolomann Walisch-Kantate, die Eisler vertonen wollte. Sowohl in den Wirren der Emigration als auch in der ersten Zeit nach seiner Ausweisung aus den USA im Frühjahr 1948 kann Eisler, zunächst in Wien, jedoch nicht zur Arbeit an diesem Projekt. Zudem war in Österreich in den späten 1940er Jahren das Verhältnis zwischen den Sozialisten und den Kommunisten, zu denen Eisler mit dem Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka ein nahe Verhältnis hatte, ein sehr gespanntes. Die Kommunisten wollten keinen Sozialdemokraten ein künstlerisches Denkmal setzen und die Sozialisten keine von einem Kommunisten geschriebene Wahlkandidate. Und so existiert von Eisler keine einzige Note zu dem geplanten Werk. Manchmal wurden da Texte unter anderem Werke unterlegt. In den Vorgesprächen für das heute beginnende internationale Chorfest, die natürlich in St. Martin stattgefunden haben, wo wir nur die besten Ideen haben, in diesen Vorgesprächen kam nun die Idee auf, Bert Brecht Kolomann Walisch-Kantate vertonen zu lassen, und zwar als Kollektivkomposition mehrerer Komponistinnen und Komponisten. Für diesen Plan sprach nicht zuletzt die Tatsache, dass Brecht etliche Teile des Textes seiner Kantate bereits als Chor bezeichnete und andere Teile einem Vorleser oder anderen Solisten zuwies, wobei die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Thematik durchaus unterschiedliche Kompositionsstile verträgt. Und wir sind stolz, acht äußerst namhafte Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Komponisten gefunden zu haben, die spontan zu starten, sich an unserem Projekt zu beteiligen. Die Liste ist ein eindrucksvoller Querschnitt durch das musikschöpferische Österreich. Alphabetisch Roland Freisitzer, Elisabeth Harnik, Hannes Heer, Gerd Kür, Julia Burginer, Kurt Scherzig, Wolfgang Wagner und der Weilig. Um Eisler aber auch selbst zu Wort kommen zu lassen, wird als Ouvertüre zu unserer Kolomann Walisch-Kantate eine vorsichtige Bearbeitung des ursprünglich für den Film Kuhle Lampe oder Wen gehört die Welt, komponierten Finales aus dessen dritter Orchesterstil erklingen. Das unter dem Titel Die Fabriken de facto eine Orchestrierung des Eislerschen Solidaritätsliedes darstellt. Jenes Liedes, das am 19. März 1933 im Beisein von Hans Eisler zum Fanal des Protestes gegen den Austrofaschismus geworden war. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kämpfer gegen Hunger und Froh, Kolomann Walisch, Zimmermann Sohn.